Ja, schön, dass du wieder zu diesem Video eingeschaltet hast. Wir werfen heute mal einen Blick auf die neue Foto-App, die mit Windows 11 ausgerollt wird. Wer an diese Foto-App auch rankommen möchte, der schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es einen Link zu Deskmodder. Dort bekommt man dann die Installationsdatei. Ich persönlich kenne jetzt diese App auch noch nicht und ich würde sagen, wir klicken uns mal gemeinsam durch die neuen Funktionen. Los geht's nach dem Intro. Was fällt uns im Startscreen schon mal auf? Mir sind zwei Dinge aufgefallen. Zum einen sind wir wieder hier auf OneDrive gezwungen und zum anderen gibt es einen Videoeditor. Zur OneDrive-Integration kann ich nur sagen, dass ich das sehr negativ finde bei Microsoft. Die versuchen jetzt das, was sie früher mit dem Internet Explorer gemacht haben, mit OneDrive zu machen. Und zwar wollen sie die Nutzer auf ihre Software zwingen, indem sie Konkurrenten davon ausschließen. Es gibt hier keine offene Schnittstelle, die mir dann zum Beispiel auch erlauben würde, hier Google Drive einzubinden. Man kann jetzt hier vielleicht darauf hoffen, dass irgendeine Regulierungsbehörde das mal untersagt und hier offene Schnittstellen erzwingt. Aber ich glaube, da können wir uns nicht wirklich drauf verlassen. Ich finde es nervig, ich nutze kein OneDrive, werde es auch nicht nutzen und finde dann diese ganze Integration in Windows einfach nur hinderlich. Machen wir aber mal weiter. Ich gehe mal auf den Videoeditor, der ist mir als Feature hier noch aufgefallen. Hier hatte ich schon mal ein Projekt angelegt gehabt. Das ist mir aber dann vorhin abgestürzt bei der Installation. Und hier habe ich dann angefangen, zum Beispiel mal Medien zu integrieren. Mal auf meine Downloads, da habe ich mir mal ein Bildchen runtergeladen. Ja, und jetzt kann ich hier einen Film schneiden. Das ist natürlich für Anfänger gedacht, finde ich aber auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung. Das macht zum einen Apple Konkurrenz und zum anderen bekomme ich halt als Nutzer kostenlos ja eine Schnittsoftware. Und für einfache Dinge gehe ich mal davon aus, dass die doch hoffentlich reichen wird. Was mir jetzt aber wieder hier negativ auffällt, ist, dass es nur ein Storyboard gibt und keine Zeitleiste. Also ich habe jetzt hier ein bisschen Schwierigkeiten, untereinander Dinge anzuordnen. Also man kommt, denke ich mal, damit schnell an seine Grenzen. Gut, gehen wir mal zurück und gehen mal auf Fotos zurück. Und hier habe ich jetzt Kontakte. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, warum in der Fotos-App Kontakte sind. Wahrscheinlich sollen die dann markiert werden auf den Fotos. Ja, Gesichtsgruppierungstechnologie. Nichts, was man wirklich braucht und was natürlich richtig schön in die Privatsphäre eingreift und vor allem, wenn ich hier Menschen erkennen lasse, die dem gar nicht zugestimmt haben. Und deshalb sage ich hier mal nein, danke. Ja, die möchte ich wirklich deaktivieren. Wenn ich jetzt zurück auf die Sammlung springe, dann sehe ich, dass mein Bild, das ich vorhin im Video integriert habe, hier auch zu sehen ist. Mich interessiert jetzt aber vor allem, wie kann ich denn Bilder sehen und bearbeiten? Das war ja immer so ein bisschen fummelig in anderen Versionen. Aber hier sehe ich schon, wenn ich mich bewege, habe ich hier ein paar Optionen. Zum einen kann ich ins Bild reinzoomen. Okay, mit dem Mausrad geht es auch, sehr schön. Was kann ich noch machen? Ich kann das Bild drehen, auch sehr schön. Und ich kann Sachen markieren oder zeichnen. Okay, dann öffnet er hier so ein anderes Menü. Das ist natürlich auch für die Stifteingabe wahrscheinlich relevant. Von daher auch ein sehr schönes Feature. Gibt es nichts gegen zu sagen. Nee, also Steuerung Z funktioniert nicht. Das gibt es doch gar nicht. Also die Rückgängig-Taste funktioniert hier nicht. Das ist ja cool. Ja, Freihand vollständig löschen. Machen wir das mal, genau. Ist noch ein bisschen unausgekoren. Also Steuerung Z muss funktionieren. Sonst wird die App deinstalliert. Gut, dann gehe ich mal zurück und wähle mal Bild bearbeiten, ganz allgemein. Und hier kann ich dann so Sachen machen wie ausschneiden und ein paar Dinge korrigieren oder Filter drüber legen. Ja, ist ja ganz nett, kennt man vom Handy. Finde ich aber auch konsequent, dass man hier so ein paar einfache Bearbeitungsoptionen mitgibt. Drehen, spiegeln, genau. So wünsche ich mir das. Das ist dann für die meisten Nutzer schon so viel, dass sie keine zusätzliche Software installieren müssen und damit eigentlich ganz gut auskommen. Ja, das war jetzt der kleine Rundumschlag mit der neuen Video- und Foto-App bei Microsoft Windows 11. Ich bin damit ganz zufrieden. Es werden ein paar grundsätzliche Funktionalitäten erfüllt, die es dann vielleicht möglich machen, dass keine Zusatzsoftware installiert werden muss. Ich musste immer zum Beispiel Irfan View installieren. Einfach deshalb, weil halt grundsätzliche Funktionen bei Windows nicht integriert waren oder schlecht funktioniert haben. Jetzt sieht es so aus, als wären die integriert und damit würde ich sagen, Schritt in die richtige Richtung. Das kann so weitergehen. Natürlich finde ich so Sachen wie Gesichtserkennung ein bisschen unnötig und natürlich auch die Integration in OneDrive, denke ich mal, ist kritisch zu sehen. Freue mich natürlich über eure Meinung und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst.